Hörhaus. Besser hören und verstehen. Unser Sender ist Partner der regionalen Wirtschaft und Institutionen. Die folgende Sendung entstand in Kooperation mit den Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Mensch und Medizin. Wir sind heute zu Gast an der Asklepios-Klinik in Burg Lengenfeld und für unseren Besuch an meiner Seite ist der Regionalgeschäftsführer Dr. Boris Rapp. Schön, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Sehr gern. Herr Dr. Rapp, hier im sogenannten Städtedreieck rund um Burg Lengenfeld leben rund 30.000 Menschen und diese Menschen wollen natürlich wohnortnah medizinisch versorgt werden. Man kann also quasi sagen, die Asklepios-Klinik in Burg Lengenfeld ist der Rundumversorger für die Region, oder? Ja, genau, so kann man sagen. Wir bieten im Endeffekt in der inneren Medizin und der Chirurgie alles an. Das fängt an von kleinen Erkrankungen, beispielsweise Gallenblasenoperationen, Leistenhernien, Knochenbrüche. Aber wir können eben auch sehr komplexe Fälle behandeln. Wir haben einen Schockraum, wir haben eine große Notaufnahme. Wir sind sehr, sehr gut aufgestellt im Bereich der Schlaganfallversorgung zum Beispiel mit einer direkten Anbindung zu einer Neurochirurgie. Und so, dass wir wirklich hier jeden Patienten optimal versorgen können. Also wirklich auch mit Notfallversorgung rund um die Uhr? Notfallversorgung rund um die Uhr, das zeichnet den Schlüssel. Das heißt, wir sind 24 Stunden hier erreichbar und das wird auch von vielen in Anspruch genommen. Wir haben hier ja auch einen Notarztstandort, das heißt, der Notarzt fährt von hier auch direkt los zu einsetzen. Und das heißt, die Bürger im gesamten Städtedreieck sind optimal versorgt und wir sind auch das einzige Krankenhaus im Städtedreieck und auch der Hauptanbieter. Auch im Notfall sind die Patienten hier an der Asklepios-Klinik in Burg Lengenfeld also bestens betreut. Und so ein Notfall, das kann ja auch ein Schlaganfall sein. Und da sind Sie Mitglied in einem ganz besonderen Projekt. Genau, das ist das sogenannte Tempus-Projekt und das ist eine Besonderheit, weil beim Schlaganfall kommt es darauf an, dass der Patient sehr, sehr schnell versorgt wird, weil wenn beispielsweise das Hirngefäß verschlossen ist, kommt es auf die ersten 30 Minuten an. Das heißt, wenn der Patient lange im Krankenwagen fährt, zum Beispiel eine Stunde oder noch länger, dann geht wertvolle Hirnsubstanz verloren und man kann den Patienten nicht mehr adäquat versorgen. Deswegen hat man vor einigen Jahren das Tempus-Projekt ins Leben gerufen und das bedeutet, dass wir hier als erstes Krankenhaus sofort angefahren werden, wir dem hier einen Computertomographie durchführen und dann sofort entschieden werden kann, ob der Patient eine sogenannte Lysetherapie erhält. Das heißt, dass das Gerinnsel im Kopf medikamentös aufgelöst wird. Und das kann innerhalb der ersten Minuten entschieden werden, sodass bei den meisten Fällen dadurch eine vollständige oder eine größtenteils ein guter Heilerfolg zu erwarten ist und keine unnötige Zeit auf der Straße entsteht. Und damit sind wir sind telemedizinisch verbunden. Das heißt, wir können die Bilder auch vorstellen in der Neurochirurgie, sodass wir damit auch eine hohe Fachexpertise anbieten können. Und wie genau die Versorgung im Falle eines Schlaganfalls ausschaut, das haben wir uns ein bisschen genauer angesehen. Ärztin Paula Leubel auf Visite bei einer Patientin mit Verdacht auf Schlaganfall. Jetzt müssen Vorerkrankungen wie zum Beispiel Herzrhythmusstörungen abgeklärt werden, um den Auslöser des Schlaganfalls zu finden. An der Asklepios-Klinik Burg Lengenfeld ist das Team für jeden Schlaganfall optimal eingerichtet. Seit dass wir bei Tempus dabei sind, das ist jetzt über 10 Jahre, können wir jeden Patienten, der zu uns kommt, die maximale Therapie von einem Schlaganfall anbieten. Insbesondere die Lyse, das heißt das Auflösen von Blutgerinnseln im Kopf, was eigentlich die einzig wirklich effektive Methode ist, dass der Patient ohne großen Schaden einen Schlaganfall übersteht. Und ganz wichtig ist, dass der Patient halt schnell kommt, frühzeitig kommt und nicht lange wartet, denn diese Lyse, dieses Auflösen des Blutgerinnsels im Kopf, das kann man innerhalb der ersten 4,5 Stunden machen. Später ist es dann nicht mehr sinnvoll. Tempus steht für telemedizinisches Projekt zur integrierten Schlaganfallversorgung. Das Netzwerk umfasst 15 Kliniken in der Region Südostbayern, darunter auch die Asklepios-Klinik Burg Lengenfeld. Hier ist ein spezieller Tempus-Raum eingerichtet. Wir stehen Gewehr bei Fuß. Das CT wartet bis schon auf den Patienten. Das heißt, dass ohne Zeitverzögerung der Patient dann zur Untersuchung geführt wird. Dann wird er mit dem Kollegen über Telemedizin
vorgestellt und besprochen und dann wird miteinander die Entscheidung gefasst, dem Patienten jetzt zum Beispiel das Blutgerinnsel im Gehirn wieder auflösen zu wollen. Die Daten gehen sofort an den Spezialisten im Schlaganfallzentrum wie Regensburg oder München. Gekommen. Gut. Und hier auch nochmal die Lampe an. Gut, das wird mir schon reichen. Sind Sie so nett, können Sie mir mal bitte die Zähne mich richtig breit angrinsen? Okay, gut. Für uns ist es immer wieder erstaunlich, wie diese Patienten das positiv aufnehmen, dass da aus dem Monitor plötzlich einer spricht. Das muss also die Übung aus den Talkshows oder aus dem Fernsehen sein. Ich bin sehr geehrt, dass also plötzlich aus dem All sozusagen eine Stimme Sie als Frau Meier oder so bezeichnet und die erschrecken da nicht, sondern fühlen sich dann aufgehoben oder eigentlich auch gut behandelt. Für die Betroffenen haben sich mit Tempus die Chance deutlich erhöht, einen Schlaganfall mit keinen oder nur geringen bleibenden Schäden zu überstehen. Enorm wichtig ist aber immer der Faktor Zeit. Das ist auch das Problem, dass Patienten oft sehr lang warten, bis sie kommen, weil sie denken, das vergeht schon wieder, die Sprachstörung, das ist jetzt, wird gar nicht so richtig wahrgenommen. Oder auch die Lähmung, das Kribbeln an der Hand, der Arm ist mal eingeschlafen, das vergeht schon wieder. Das ist so das Problem, dass Patienten selber hier oft ein bisschen spät kommen. Mittlerweile profitieren jährlich 6.000 Patienten vom Tempus-Netzwerk, die größten weltweit. Ja, Herr Dr. Rapp, neben Medizin, da liegt Ihnen aber auch vor allem der Service am Herzen, oder? Ja, das ist ja heute für den Patienten meistens schwierig nachzuvollziehen, wie gut eine medizinische Versorgung ist. Und ich sag mal, die meisten Krankenhäuser bieten eine hohe medizinische Qualität. Man wird von extern überprüft, man hat im Grunde genommen hohe Anforderungen, die meisten Häuser erfüllen. Aber was viele auch außer Acht lassen, ist, wie der Patient rundherum versorgt wird. Und wir legen das für auch bei den anderen Leistungen den Patienten dann und vor allem auch den Angehörigen ein hohes Maß an Service bieten können. Zum Beispiel haben wir als eins, ich kenne kein zweites Haus, wir haben eine Hausdame, die besucht jeden Patienten jeden Tag und fragt, ob es ihm gut geht, ob er Anliegen hat, ob er Verbesserungswünsche hat. Und das ist etwas, was sehr, sehr gut angenommen wird und gerne angenommen wird von den Patienten, weil sie doch sich sehr, sehr ernst genommen fühlen. Was wir auch haben, wir haben sehr gut personell ausgestatteten Sozialdienst, weil uns ganz wichtig ist, dass wir die Post, sogenannte poststationäre Versorgung, also das heißt, was ist nach dem Aufenthalt, dass wir das optimal anbieten können, weil das, da kommt es in der Regel darauf an, dass man sehr, sehr früh bis zu Beginn eines stationären Aufenthaltes die nachstationäre Versorgung plant, also zum Beispiel eine Anschlussheilbehandlung in der Rehabilitation, eine geriatrische Versorgung in einer Reha-Einrichtung, ein Pflegeheim, eine Kurzzeitpflege, ein Hospiz. Und das sind alles Themen, die brauchen viel Koordination. Und da legen wir besonderen Wert drauf. Und das zeichnet uns auch definitiv aus. Die Versorgungsqualität der Patienten hier am Standort Thies also auf hohem Niveau. Das belegen aber auch Auszeichnungen und Zertifikate, die das Haus hier hat, oder? Ja, das ist so. Also wir sind zum einen KTQ zertifiziert. Das ist ja eine sehr große Zertifizierung im Krankenhausbereich, die wir erfolgreich bestanden haben. Aber wir legen zum Beispiel auch Wert auf die medizinischen Abläufe. Wir haben auch eine sogenannte QIPS-Medaille bekommen. QIPS bedeutet, dass wir besonderen Wert legen, dass nach Operationen die Patienten wenig Schmerzen empfinden. Das kann man heutzutage sehr, sehr gut einstellen durch Schmerzmedikamente. Und da legen wir besonderen Wert drauf und sind dafür auch ausgezeichnet worden. Auf all diesen Lorbeeren wollen Sie sich aber nicht ausruhen. Die Generalsanierung hier am Standort läuft. Und was da genau passiert, das sehen wir jetzt. Es ist nicht zu übersehen. An der Asklepios-Klinik im Städtedreieck tut sich einiges. Die Bauarbeiten für die Generalsanierung sind in vollem Gange. Sie ist erforderlich, weil sich die Medizin natürlich laufend weiterentwickelt. In Burglengenfeld will man daher in Räumlichkeiten, aber auch in moderne Technik investieren. Die Generalsanierung machen wir im laufenden Bestand, weil uns wichtig ist, dass wir auch sozusagen das Gebäude erhalten und weiterentwickeln. Insofern gibt es mehrere Bauabschnitte und im ersten Bauabschnitt ist es die Intensivstation, die Notaufnahme. Es wird ein Komfortstationsbereich geschaffen und das geht dann aber weiter. Das heißt, das komplette Haus wird saniert, das heißt, dann wird der zweite Bauabschnitt kommen, der sich im Wesentlichen dann um die kompletten pflegerischen Bereiche kümmern wird. Und dann wird es einen dritten Bauabschnitt geben, wo dann der Bereich OP und Sterilisation drin sind. Und noch etwas ist neu in Burglengenfeld. Seit Anfang Mai ist der gebürtige Münchner Felix Rauschek neuer Geschäftsführer der Asklepios-Klinik.
Ich wurde sehr herzlich willkommen geheißen hier. Das war eine enorme Erleichterung, muss ich sagen, dass die Mitarbeiter und Kollegen einen so freundlich empfangen und aufgenommen haben. Es sind viele Sachen, die hier hervorragend laufen, und ich glaube, das ist auch ein großer Verdienst der Mitarbeiter. Was man vielleicht ändern kann, ist, dass die Leute noch stolzer darauf sind, was hervorragend läuft. Was sich in Zukunft ändern wird, sehen wir ja schon im Wesentlichen hier neben uns. Der Neubau entsteht und in diesem Jahr auch noch fertiggestellt werden soll und an uns übergeben werden soll. Bezug wird allerdings erst ab Januar sein, beziehungsweise die wirkliche Inbetriebnahme ab Januar. Ich denke, das ist ein ganz großer Schritt für die Klinik, wo die Mitarbeiter und auch Patienten und Partner, sprich niedergelassene Ärzte, hier schon lange gewartet haben, und wir uns jetzt alle sehr darauf freuen, dass es endlich soweit ist. Ein Teil des ersten Bauabschnitts, die Notaufnahme. Über 12.000 Patientenkontakte haben die Mediziner hier im Jahr. Momentan ist die Notaufnahme klein. Ursprünglich war sie als chirurgische Ambulanz konzipiert. Wir müssen schauen, dass wir diese Patienten hier gut durchschleusen können, gut versorgen können. Und um das zu erreichen, brauchen wir einfach ausreichende Behandlungsräume und auch klare Strukturen. Ein klares Layout, kann man sagen, klare Architektur. Im Moment ist alles sehr verwinkelt. Man muss dreimal ums Eck gehen, um sich zum Beispiel eine Infusion zu besorgen und so weiter. Und wir haben halt im Konzept eine neue Notaufnahme, so das ist jetzt der Ausblick in die Zukunft. Und dann klare Strukturen, einfache Wege und insgesamt 8 Behandlungsplätze. Zusätzlich auch ein Behandlungsraum für infektiöse Patienten. Das wird ja heute auch immer wichtiger. Viele Patienten haben ansteckende Krankheiten oder resistente Keime. Und um diesen Patienten gerecht zu werden und die adäquat versorgen zu können, haben wir einen speziellen Raum, wo alle abwaschbar sind und so weiter. Insgesamt wird die Generalsanierung rund 40 Millionen Euro kosten. Allein der erste Bauabschnitt schlägt mit 15 bis 17 Buche. Knapp 10 Millionen Euro gibt es als Fördermittelzuschuss vom Freistaat Bayern. 5 bis 7 Jahre wird die gesamte Generalsanierung in etwa dauern. Die Patienten müssen aus medizinischer Sicht mit keinen Einschränkungen rechnen. Die Generalsanierung der Klinik, ein klares Bekenntnis zum Standort Burglengenfeld. Das war Mensch und Medizin für heute von der Asklepios Klinik in Burglengenfeld. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wie immer finden Sie die Sendung auch noch einmal komplett auf unserer Homepage in der Mediathek unter der eingeblendeten Adresse. Das nächste Mal sind wir zu Gast an der Asklepios Klinik in Lindenlohe. Dann geht es unter anderem um die Themen Endoprothetik und den Wechsel von Ersatzgelenken. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.